Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer von K&K Premium Yacht. Wir sind zurzeit in Rumänien zur Rehbockjagd und quälen uns hier gerade bei 40 Grad tagsüber mit der Hitze. Und hier soll es nämlich bis zu 50 Grad warm werden. Womit jagen wir eigentlich Rehböcke? Wir haben ja unterschiedliche Reviere hier, von hügeligen Revieren und leicht kopierten Gelände bis zu ganz flachen Revieren, wo sehr weite Schüsse in Betracht kommen. Und wir haben verschiedene Waffen mit. Wir zeigen euch ein wenig, welche Ferngläser wir hier einsetzen mit Entfernungsmessern. Das ist eine Tika T3 im Kaliber 300 Winchester. Und die ist montiert mit einem Zeiss Vario 3-12x56, was ein hervorragendes Glas ist, aber welches wir austauschen gegen das DS von Swarovski. Aber dieses Glas hat auch sehr gut performt, sogar bis auf Entfernung von 280 Meter. Das Besondere an der Tika T3 ist der Schaft. Der ist von der Firma Rödale hergestellt worden. Dazu ein Atlas Zweibein, was für mich auch eines der besten überhaupt ist. Wir kennen es ja auch aus Namibia, wo wir das ja auch schon intensivst im Einsatz hatten. Und diese Kombination an Waffe, die ist hier für die sehr weiten Schüsse auf diesen abgeernteten Rohschlägen ideal. Manchmal kommt man auf diesen abgeernteten Stoppelfeldern gar nicht nah genug dran ans Rehwild und dann muss man eben auch den Schuss mal auf weitere Entfernung wagen können und beherrschen. Und das funktioniert mit dieser Kombination hervorragend. Wir setzen ja im Grunde genommen nahtlos an das, was wir jetzt vor ein paar Wochen noch in Namibia erlebt haben. Wer hier zum Beispiel zur Rehbockjagd kommt, gerade hier in dieser flachen Tiefebene, dem können wir wirklich empfehlen, unsere K&K Akademie zu besuchen, wo wir ja auch das Schießen auf weite Entfernungen bis 300 Meter in einem Kursus intensiv schulen und beibringen. Entscheidend ist die Ausrüstung und die eigenen Shooting Skills, wie wir sagen, die Schießfähigkeiten. Da gibt es eben doch Dinge, auf die man achten sollte und das bringen wir bei. Und dafür ist, sage ich auch, die K&K Akademie ideal, um sich für diese Reise vorzubereiten. Ja, daneben liegt eine Sauer 90, mein Schätzchen aus Namibia bekannt. Ist auch noch mal in der Einhakmontage noch mal nachgearbeitet worden. Und gerade hier für das Longrange-Schießen ist da montiert das 2,4-16x56 Leica Magnus I mit Absehen-Schnellverstellung. Es hat seitlich auch noch den Dioptrienausgleich. Dieses Glas funktioniert tadellos. Das zeigt ja auch das Video, wobei wir jetzt eben so geschickt gejagt haben, dass ich mit der Waffe doch auf relativ kurze Entfernung die Böcke geschossen habe. Teils, weil sie aufs Platten kamen, teils, weil wir sie geschickt an den Maischlägen anpirschen konnten. Ja, und dann liegt daneben, und da werden auch viele sagen, Mensch, wie kann man mit dem Doppelbüchs-Drilling auf die Bockjagd gehen? Aber ich muss sagen, dieses Laufbündel, wenn man das ein halbes Jahr nicht in der Hand hatte, dann fehlte einem was. Neben mir liegt oder steht die 9,3x74R, der Krieghoff Optima Drilling mit dem Leica 2,4-10x42. Allerdings ohne Absehen, Schnellverstellung und Ähnlichem, weil ich die Waffe ja doch größtenteils auf normal jagdliche Entfernung einsetze. Und das Leica-Glas ist eben das Allround-Glas, auch für die Drückjagd oder auch für weitere Entfernungen mal oder zum Ansitz. Ja, und die Waffe ist eben sehr kompakt, handlich, hat natürlich ein hohes Eigengewicht, aber auch der Film wird es zeigen, schießt präzise. Dann gehen wir mal weiter zu den Ferngläsern. Wir haben hier im Einsatz das Swarovski EL 10x42, nicht die neueste Generation. Auch die ist diese Woche bei uns in Dortmund angekommen mit der neuesten Technik an Entfernungsmessungen. Und da werden auch meines Wissens GPS-Daten verwendet. Das haben wir jetzt nicht mit, sondern noch den Klassiker. Ein hervorragendes Glas, handlich, der Entfernungsmesser funktioniert tadellos. Es gibt also kaum Abweichung oder marginale Abweichung zum Leica Geovid R, was ich schon auf 5 Kontinenten geführt habe. Also kann ich beide nur wärmstens empfehlen. Und wir haben ja Gott sei Dank nicht diesen Mirage-Effekt gehabt wie jetzt in Namibia, sondern wir waren ja frühzeitig zu Hause, bevor diese Mittagsglut hier entstanden ist. Und wir sind ja auch mittags gar nicht auf die Rehbockjagd gegangen oder wir gehen auch heute oder morgen nicht bei dieser Mittagsglut auf die Rehbockjagd, weil wir doch festgestellt haben, dass das Rehwildtier wahrscheinlich größtenteils nachts brumftet. Es ist ja ab morgens 9 Uhr eine tierische Hitze hier und unser Eindruck ist, dass das Rehwild sehr inaktiv ist während des Tages und hier in den Weizen- oder Maischlägen steht. Deswegen haben wir uns diese Mittagspirsch und das Platten um die Mittagszeit erspart. Geschossmäßig sind wir hier komplett auf die
Marken der RUAG Ammotec eingestellt. Wir haben rechts stehen die 300 Winchester Speedtip. Ein Geschoss, was ich auch seit vielen Jahren schieße, mit einer hohen zielballistischen Wirkung, auch auf weite Entfernung. Es ist ein bleihaltiges Geschoss. Es ist das einzige bleihaltige Geschoss, was wir hier verwenden. Da schießen wir in der Tika T3. Und dieses Geschoss hat 10,7 Gramm, eine exzellente GEE und hat bis jetzt hier jedes Stück Rehwild im Knall liegen lassen, egal auf welcher Entfernung. Dazu haben wir jetzt mal die Königin der Randpatronen, die 9374R im Evo Green Geschoss, 11,9 Gramm. Und die schieße ich also auch auf, ohne Probleme auf 200 Meter. Die hat, weil sie ein bleifreies Geschoss ist, ein 30% leichteres Gewicht zur normalen bleihaltigen 9374. Nehmen wir mal eine Teilmantel-Rundkopf, die 18,5 oder 18,6 Gramm hat, kommt die hier eben auf die 11,7, aber hat eine gestreckte Flugbahn. Und die schießt hier aus dem Doppelbüchs-Drilling ungefähr 160 Meter GEE. Und das ist also hier für 200, 250 Meter, wenn es denn mal sein müsste, kein Problem. Und die Sauer 90, da haben wir ja zwei Geschosse. Das eine ist das Norma Bondstrike in 11,7 Gramm, welches wir auch in Namibia getestet haben. Dieses Geschoss ist ausgelegt für das Jagen auf sehr weite Entfernung mit einer hohen zielballistischen Wirkung. Das konnten wir auch nachweisen und es konkurriert eben auch mit anderen Marken. Nehmen wir mal wie Hornady, ELDX. Federal hat auch Geschosse jetzt auf den Markt gebracht, die für das sehr weite Schießen konstruiert wurden, haben geringen BC-Wert. Und ich gehe davon aus, dass wir heute oder morgen noch eine Möglichkeit haben, hier zu zeigen, wie dieses Geschoss wirkt. Ja, und die 300 Winchester Magnum von RWS mit dem Geschoss Hit, das ist mir ja auch ans Herz gewachsen. Da kann ich gar nicht mehr viel zu sagen, weil ich mit dem Munitionskombination, Kaliber und Geschoss auch in Afrika und in anderen Ländern schon sehr viel Wild erlegt habe. Und das Hit funktioniert tadellos. Also wir haben hier ein breites Spektrum aus bleihaltigen Geschossen und bleifreien und können hier auch vergleichen, Teilzerleger versus Deformationsgeschoss. Ja, und ganz wichtig, und das sollte keiner vergessen, der mit uns nach Rumänien fährt oder grundsätzlich nach Rumänien fährt, die haben hier die Waffengesetze ziemlich verschärft. Also wer hier nach Rumänien fährt, der sollte seine Waffen auch abends im Waffentresor in der Lodge oder im Hotel lagern. Und die Waffen müssen durch ein Abzugsschloss gesichert werden und dürfen auch nur so transportiert werden. Das kann ich nur jedem empfehlen als Hinweis, nicht ohne ein Abzugsschloss anzureisen. Und wir verwenden hier die von der Firma Burgwächter Gunlock. Funktioniert tadellos und entspricht allen Sicherheitsbestimmungen. Das mal zu dem technischen Teil. Mit dem, was wir hier haben, sind wir eigentlich für das, was uns hier blüht und was uns geboten wird, top ausgerüstet, weil es doch größtenteils Schüsse sind auf weitere Entfernung. Und wenn es kürzere sind und es ein bisschen Wald und Weinberge im Spiel sind, dann nehme ich halt den Doppelbüchs-Drilling. Ich mache das also immer abhängig vom Revier.